Gott. Ich habe einen Mini-Haul für euch. Mini, weil... Oh Gott. Gott, sogar meine Tasche ist rot. Langsam wird es echt krank, oder? Mini-Haul deswegen, weil ich hatte ein paar Gutscheine und wollte die ausnutzen. Und da habe ich noch was von Müller, das habe ich mir gestern gekauft. Und ich will mir morgen noch was kaufen, das werdet ihr dann aber im Kaufverhalten-Video sehen im nächsten. Weil ich dazu jetzt nicht extra ein Video machen werde, weil das ist nicht viel, das sind nur zwei Sachen. Ja, also fangen wir mal an. Ich habe ja noch meinen Geburtstagsgutschein zum Einlösen gehabt, also habe ich den eingelöst. Da kriegt man ja so eine Tüte dazu. Und diesmal war eine Bodylotion, glaube ich, dabei. Steht da nicht auf Deutsch. Aber ich glaube, es ist die Bodylotion, die ich eh schon habe. Jo. Ist ja nicht so schlimm, also ich habe nur keinen Platz. Ja, schlimm finde ich es jetzt nicht, aber es hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber was soll's. Dann beim... Bleiben wir noch kurz beim Yves Rocher, bevor ich was anderes euch zeige. Da war ich ja schon sehr lange nicht mehr einkaufen. Und ich habe mir zweimal wieder die Pure Camille Reinigungstücher mitgenommen, weil ich denen wieder eine Chance geben will. Ich habe die jahrelang verwendet und ich bin mit denen von Cadea Vera nicht so zufrieden. Ich habe die Einhorn und mit denen bin ich nicht so zufrieden. Wirklich nicht. Also abschminken tun die nicht gut. Also deswegen werde ich mir die, also gibt es eh nicht mehr, aber vielleicht nehme ich die auch für meinen Schminktisch. Mal schauen. Ich muss auch schauen, was ich noch an Backups habe. Ja. Dann habe ich mir gekauft den Beauty Blender. Es gibt ihn wieder und da musste ich ihn einfach haben. Meine Reinigungsmilch geht so langsam dem Ende zu und ich habe die ganze Zeit geschaut, was für eine Reinigungsmilch ich mir kaufe. Ich habe aber keine Ahnung. Also habe ich mir mal die genommen, weil das ist auch die von Pure Camille. Ich habe schon wieder Schluck auf, das ist ja mal wieder typisch. Ja, die sieht so aus. Ich wollte zwar was mit Bummspender haben, weil ich so ein fauler Hund bin, aber ich weiß nicht. Mich hat die irgendwie angesprochen, deswegen habe ich mir die genommen. Ja, dann kommen wir noch zu den Geschenken. Na, irgendwo habe ich noch was. Bevor wir zu den Geschenken kommen, ich habe mir den roten Lip Liner wieder von Yves Rocher gekauft. Ich mag den einfach. Ich habe den auch jetzt wieder oben. In Kombination mit einem MAC Lippenstift. Ich weiß nicht, wo mein anderer ist. Ich bilde mir ein, der liegt in meinem Spind in der Arbeit. Aber ich weiß es nicht. Das ist die Farbnummer 31 Rouge. Ich hoffe, man kann das... Man wird das nicht lesen können, weil das so klein und so spiegelt. Aber den mag ich. Den mag ich wirklich sehr, sehr gern, den Lip Liner. Deswegen habe ich mir den wieder nachgekauft, weil er eben zum Rausdrehen ist. Ich mag nur Lip Liner, die man rausdrehen kann. Ich mag keine mehr zum Spitzen haben. Dann habe ich noch drei Geschenke bekommen. Das war bei diesem Geburtstagsgutschein dabei, eine Mascara. Wo ich ja jetzt nicht so begeistert bin, aber lassen wir das mal so stehen. Aber vielleicht haben die ja die Mascaras verbessert und ich sollte mal denen wieder eine Chance geben. Weil es gibt so viele neue und ich habe bis jetzt noch keine probiert. Eine hat mich mal interessiert, aber ich habe es lassen, weil ich mir gedacht habe, nein. Dann habe ich gratis dazu bekommen, dass man neu Duschgel. Das kenne ich eh schon, also... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das... ich weiß auch nicht, ob ich das verwende. Weil ich kenne es eh schon, vielleicht benutze ich es als Badezusatz, ich weiß nicht. Dann habe ich ein Peeling bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Peeling ist, das ich kenne. Oder ob das ein anderes ist. Es riecht gut. Und hoppla. Nein, ich glaube, das ist aber das Aprikose-Peeling. Jetzt habe ich drauf gedrückt. Ich glaube, das ist das Aprikose-Peeling, das ich immer so gern mag. Ja, das habe ich auch geschenkt bekommen. Gott sei Dank. Dann, nach dem Yves Rocher, bin ich direkt zu MAC gegangen, weil ich da jemanden kenne. Den folge ich auch auf Instagram und so. Wer mir folgt, hat ihn eh gesehen. Ja, ich habe nämlich unbedingt wieder das hier gebraucht. Ja, ich bereue es, dass ich dieses Ding nicht in mein MAC Top 10 Ding genommen habe. Aber ich kann ja nach ein paar Jahren wieder eins machen oder vielleicht nach einem Jahr oder so. Weil das ist so geil, dieses Ding. Solche knalligen Lippenstifte. Ich trage in der Arbeit so ein knalliges Lila von Makeup Factory. Ich habe den jetzt da, aber ich werde ihn euch jetzt nicht zeigen. Ich habe ihn nämlich unabsichtlich mit nach Hause genommen. Und ich brauche eben so einen Make-up-Entferner. Das ist ein Zweiphasen von MAC. Den muss man schütteln, dann wieder so weiß und milchig. Und der ist eben für Augen und Lippen. Ich liebe den. Er ist teuer, ich glaube 21,50 glaube ich. Ich hatte nämlich noch einen 10-Euro-Gutschein und deswegen habe ich mir den genommen. Dann hat mich was angelacht. Ihr wisst ja, ich bin ein MAC Lippenstift-Junkie.
das brauche ich euch ja nicht sagen, das wisst ihr eh. Und ich habe das hier gesehen. Ich habe die auf Instagram gesehen, diese Mini-Varianten. Und das ist, ich habe den Lippenstift hoffentlich noch nicht. Ich hoffe es. Weil ich habe einen gesehen, den habe ich mir ja vor kurzem, glaube ich, gekauft. Das war Twig. Ist das Twig? Aber Velvet Teddy habe ich, glaube ich, noch nicht. Und das ist Velvet Teddy in Mini-Format. Und ich, mir tut es weh, das aufzumachen, aber ich werde es jetzt aufmachen. Ich habe es eh auch schon abfotografiert für mein, für mein Instagram. Also mache ich es auf. Oh mein Gott. Ist das nicht niedlich? Ist er nicht süß? Er darf schon alleine raus. Entschuldige, das war so ein kleiner Bienenmoment. So, jetzt fange ich an zu zittern. Das ist ein Mini, ist das nicht? Ich kann euch mal ein Original daneben halten. Wo habe ich meinen? Schaut euch das mal an. Ist das nicht niedlich? Oh mein Gott. Ja, zuerst habe ich geschwankt zwischen Teddy und Diva. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich nehme Velvet Teddy mit. Weil das ist dann eher... Oh mein Gott. Entschuldige, das ist dann eher einer, den ich aufbrauchen könnte. Ist der nicht süß? Oh mein Gott. Ich muss auch zugeben, liebe Grüße an die Kosmetikbiene. Ich glaube, sie hat sich auch den Velvet Teddy Mini gekauft. Und deswegen habe ich unbedingt, eben wie ich dann den Make-up Inferner mir gekauft habe, musste ich unbedingt schauen, ob die den Velvet Teddy noch haben. Und sie hatten ihn noch, deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Also Kosmetikbiene, du bist schuld. Ich habe dich angefixt, dass du mal MAC probierst und du hast mich angefixt, den Mini Velvet Teddy zu kaufen. Also der ist ja mega, mega süß. Ich verlinke euch, ich hoffe, ich vergesse nicht, ich verlinke euch den Kanal unten von ihr. Sie ist auch eine ganz, ganz liebe und hat mich angefixt, also das heißt ja schon was. So, dann habe ich eine Probe dazu bekommen, aber fragt mich nicht, was das sein soll. Ich habe, oh, Body. Naja, wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Special Perfect Body heißt das. Collister. Von der Marke habe ich so viel Gutes gehört und ich hatte nur Proben bis jetzt. Und ja, mal gucken, wie die ist. Bin gespannt. Es war auch lieb, dass sie mir eine Probe mitgegeben hat. Man kann da nicht meckern. Nein, ich bin noch nicht fertig. Haben wir gedacht, hä, ich bin schon fertig? Nein. Ganz zum Schluss, das wollte ich eigentlich auch tragen dann. Deswegen zeige ich euch das zuerst. Ich habe mir ein Armband gekauft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das behalten werde. Es ist nämlich wirklich kompliziert zum Raufgeben. Ich werde es auch sicher jetzt nicht schaffen. Ich kann euch da, ich lasse das Foto nämlich auf mein Handy. Ich blende euch da ein Foto ein. Ich hoffe, ich schaffe es das dann, das raufzugeben, weil ich wollte das eigentlich zu dem Outfit. Passt das dazu? Nein, das passt nicht ganz dazu. Ich werde es zu einem anderen Outfit tragen, weil ich habe ein anderes Oberteil, wo das besser passt. Und ja, ihr habt es auf dem Foto gesehen, wie das ausschaut, wenn man es trägt. Ich fand das so schön, weil mir der Anker gefällt. So. Es gibt ja Liebe, glaube ich, Hoffnung. Und ich glaube, das ist Hoffnung. Ich glaube, das bedeutet Hoffnung, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich weiß es nicht. Dann, ich weiß, das ist jetzt ein blöder Einkauf gewesen, aber ich habe ja auf meiner Tasche, wer mein Follow Me Around Video kennt, wird das vielleicht schon gesehen haben, ich habe auf meiner Tasche so ein graues Teil drauf und heute gebe ich meinen krassen Flamingo drauf. Dieses Video so gestört irgendwie. So sieht das aus. Ich finde es so knuffig. Ich mag eigentlich keine Flamingos, aber schaut euch die Füße an. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Der ist nämlich so lieb. Ich fand den so süß, aber zwar teuer. 5,99 €, aber ich musste den haben. Ich musste den haben. Der ist so süß. Und der kommt dann gleich sofort auf meine Tasche. Weil der andere Anhänger ist zwar schön. Ich glaube, den habe ich auch in irgendeinem Haul gezeigt oder so. Haul? In irgendeinem Haul habe ich ihn sicher gezeigt. Aber ja, dann zeige ich euch die Ohrringe, die ich gerade drinnen habe. Die habe ich mir nämlich auch gekauft. Ich habe mir schon ewig keine Ohrringe mehr gekauft. Und die habe ich gesehen und die fand ich so schön. Sind die nicht schön? Es sind unten kleine Blätter dran und oben sind größere und ich fand die so schön. Ich mag diese ganz langen Ohrringe so gern. Deswegen mussten die mit. Dann habe ich noch ein paar Sachen. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Schnell. Ich habe mir einen Cremespatel gekauft. Der ist aber dann für meine Lippenpflege. Ich will nämlich unbedingt... wo habe ich denn die? Ich habe sie jetzt extra rausgesucht, damit ich sie benutze. Die habe ich mir jetzt nicht gekauft, aber ich habe den Cremespatel gekauft, um diese Lip Butter zu verwenden. Ja.
Dann habe ich mir das Augenbrauengel von Miss Lee nachgekauft, weil meins wird schon langsam leer. Und deswegen habe ich es mir nachgekauft. Ich habe nur so Angst, es gab... Einmal war in einer Lieferung, da musste ich so lachen deswegen, das war leer. Da kam ein komplett neues Augenbrauengel, auch so foliert, also zugemacht, zugeschweißt, und das war leer. Das hat sich so richtig hohl angefühlt und ich habe so lachen müssen. Und ja, deswegen habe ich dreimal geschaut, ich bin jetzt schon Straßburgert in meinem Alter, habe ich dreimal geschaut, ob da eh alles drinnen ist, aber es ist auch ein Bläschen drin, also ja, so sieht das aus. Ihr kennt das, ich liebe das. Also das ist das beste Augenbrauengel, das ich bis jetzt hatte. Ja. Ja, stimmt. Das Beste, das ich bis jetzt hatte. Dann habe ich mir einen Pinsel gekauft. Ein Limited. Meine Mama hat mich gestern, weil sie gefragt hat, was ich mir gekauft habe, hat sie gesagt, sorry, dass ich so neugierig bin, aber ich fand das so lieb von meiner Mama. Sie hat gefragt, was ich mir gekauft habe und ich habe mir diesen Pinsel gekauft und sie hat gefragt, ob ich nicht schon genug habe. Und ich habe gesagt, man kann nie genug haben. Meine Mama hat den Kopf geschüttelt. Das ist von Catrice ein Pinsel. Ich finde die Form so geil. Seht ihr das? Das ist so richtig... cool. Das war so eine Contouring and Glow Limited Edition. Ich finde den so schön. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, nimm's den mit. Egal. So viel zu, ich spare, aber wurscht. Dann habe ich mir einen Nagellack gekauft. Ich schaue gerade darauf. Ich will sowieso ein Nagellack-Ausmist-Video machen, weil ich habe so viele alte Nagellacke. So viele. Und das ist noch nicht genug. Ich habe hinter mir, ich glaube, man sieht das nicht. Sieht man das? Ja, da ist ein Glas. Da sind noch mehr drinnen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall welche aussortieren. Auch die, was kaputt sind, werde ich aussortieren. Jetzt habe ich mich erschrocken. Aber dazu kommt ein Video, keine Sorge. Ich muss mich beeilen. Also, dazu kommt auf jeden Fall ein Video. Ich habe mir den hier genommen. Das ist auch einer von Catrice, das spiegelt durch. Aber der ist so schön. Ich nehme mal kurz den Deckel ab. So sieht der aus. Man kann es überhaupt nicht erkennen. Vielleicht mache ich auch einen Swatch-Blogpost drüber, weil jetzt kann ich ja wieder. ich hoffe, ich habe noch nicht nachgeschaut, ob es wieder geht oder ob es noch geht. Ja. Den finde ich gut. Ich habe ihn auf den Zehen, das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Aber ich finde den echt schön. Ich habe ihn mir nämlich deswegen gekauft, weil ich ihn für die Zehennägel verwenden wollte. Weil ich mir gedacht habe, bei offenen Schuhen, ich habe in letzter Zeit so gerne meine offenen Schuhe an mit den Blümchen vorne, mit den schwarzen. Und wenn dann die Sonne drauf knallt, schaut das sicher gut aus. Deswegen durfte der ausnahmsweise mit. Ja, und ich will sowieso meine Nagellacke aussortieren. Ja, das kann was werden, wenn ich darauf schaue. Aber okay. Es sind nämlich so viele alte dabei, da muss ich irgendwann einmal aussortieren. Weil es sind wirklich viele alte Nagellacke dabei. Aber ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so viele. Aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Ich glaube, das ist nur, weil ich nicht sehe, wie viele dahinter sind. ja. Das war's mit dem Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr euch gekauft habt, was ihr bereut oder was ihr froh seid, dass ihr euch gekauft habt. Aber ich bin natürlich über die beiden Sachen total glücklich. Ist ja auch keine Frage. Aber auch über mein Gesicht. Nein, Blödsinn. Ja, da, meine Reinigungsmilch da. Obwohl ich es noch nicht benutzt habe. Ja. Schreibt es mir mal. Oder, Moment mal, ich habe das Beste eigentlich vergessen. Mein Flamingo. Ich bin so blöd. Und da ist irgendwie der Wurm drin. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich heute ein bisschen Clash habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!